Also die Rückmeldung, wo ich kriege jetzt aus meinem engsten Kreis ist, wenn man gehen könne, ist es super und wenn man nicht gehen könne, dann ist es so. Das wird stoisch eigentlich tragen und weil man hat sich jetzt auch schon ein Stück weit einfach dran gewöhnt. So und so viele Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder mit ganz wenigen Zuschauern ist. Am Anfang war es eine Aufgabe, die man dann als spannend wahrgenommen hat und einfach man dachte, es geht relativ schnell vorbei. Und das ist nicht so. Jetzt ist es so, dass es keinen richtigen Spaß macht, mehr Fußball zu spielen, wenn so wenig Zuschauer da sind. Auch die Geräuschkulisse ist eigenartig, weil du einzelne Rufe hörst und das ist so grell. Ist viel, viel greller, als wenn ein Stadion voll ist. Weil da, ich weiß auch nicht, ist dann ein ganz anderer Ton. Und dann natürlich diese Leere ist nicht angenehm. Nichtsdestotrotz heißt es halt für uns, uns so stark zu motivieren und so zu fokussieren, als ob das Stadion voll wäre. Und es bestmöglich auf den Platz zu bringen und so gut wie möglich zu spielen. Aber ohne Zuschauer zu spielen in so große Stadien ist dann auf Dauer schon nicht so ohne für die Einzelnen. Es macht schon viel, viel weniger Spaß und sich dann auch nicht in dieser Form lebendig und so, das ist keine Frage. Es fehlen einfach die Menschen, die halt sich begeistern für dieses Spiel vor Ort, klar. Aber wir sind natürlich dankbar, dass wir spielen können, trotz allem. Also ich meine, ich kann jede Woche meinem Beruf nachgehen, unter erschwerten Bedingungen oder nicht so ganz, ja, erschwerte auch doch, wir haben ja auch erschwerte Bedingungen in einigen Bereichen. Aber was sollen da andere Leute sagen? Also ich meine, also wenn sich jemand nicht beklagen darf, dann sind es wir. Wir müssen total zufrieden sein und froh, aber wir sind es nicht immer. Trotzdem nicht, obwohl man sein müsste, weil man im Stadion mit 500 Leuten, wo 80.000 reinpasse. Und das zum jetzt schon oft ist das jetzt gewesen. Oder bei uns daheim, dann bist du halt trotzdem nicht so froh. Aber zu klagen gibt es von uns nichts.